Vicarious Visions. Mach dich bereit für Mario plus Rabbids. Ja, und damit willkommen zurück. Ich wusste es. Ja, es wird Zeit, den Endboss nochmal zu machen. Bevor wir uns mit den weiteren Prüfungen widmen. Und ja, wir wollen heute durchspielen. Und wir schaffen das. Okay, wir haben 6 Runden Zeit. 2 Runden haben wir zu viel gebraucht. Und das kriegen wir hin, jetzt wo wir auch ein bisschen besser wissen, wie der abläuft. Und die erste Phase besteht... Ganz Wichtiges gerade schreiben im Chat? So. Alles klar. Was ist das? Warum habe ich ein 1 bei Discord? So, okay. Jetzt können wir überspringen. Ja, die erste Phase besteht darauf, alles, was wir haben, auf ihn zu ballern. Dann müssen wir 3 Schalter aktivieren und zu der Kanone kommen. Und das kriegen wir hin. Muss halt nur ein bisschen klüger sein. Wir haben, wie gesagt, 6 Runden Zeit. So. Armlehne repariert. Jetzt bin ich bereit. Okay. Sechs Runden. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es letztes Mal am Ende so ein bisschen haperte, weil wir echt viele Runden gebraucht haben, um dieses scheiß Fass zu kommen, ne? Richtig, das können wir halt jetzt auch schon mal ein bisschen, naja, vorbereiten, mehr oder weniger. Dass halt einfach schon einer da ist. Auch wenn der Donkey Kong immer da ist, ist es ein bisschen doof. Da müssen wir halt, keine Ahnung, halt irgendwie da eine Seite verstecken. Am besten sogar mit, müssen wir mal gucken. Dass wir am besten links und rechts direkt einen hingehen und die dann beide schon dahin laufen, während... Ja, wir kriegen das hin. Auf jeden Fall jetzt erstmal auf ihn raufballern. Ich mach mal ein Schild aktivieren. Yep. Ja. Und das Musikproblem. Ist ja nichts Neues. Ja, was heißt Problem, ne? Es ist scheinbar so mit Absicht so. Wahrscheinlich, aber ich find's doof. Warum auch immer. Ja, ich auch. So, einer ist schon mal weg. Haut die Banane nochmal auf Donkey Kong rauf? Leider nicht. Aber es ist halt, keine Ahnung, es ist nicht schön. Donkey Kong. Ah, Donkey Kong hat den Heldenblick, er aktiviert auch seinen Heldenblick auf jeden Fall. Mit dem bösen Blick, der lädt ja, braucht nur eine Runde Cooldown-Zeit. Ja, das Ding gibt sogar mehr schon. Oh, das sind sogar die Goldwaffen, die wir eigentlich noch gar nicht haben. Naja, aber das haben wir schon mitbekommen. Also spielen uns da anlügt und wir doch mit besserem Equip hier rein können. Aber ist doch gut. So, dann können wir mal raufspringen. Jetzt kommt die Musik wieder, die Spyro-Musik. Oh. Jetzt hab ich meinen Helmblick noch? Ja gut. Sind sogar 2 Schüsse, genau. In der nächsten Runde sollten wir ihn auf jeden Fall jetzt fertig hauen. Peach, die kann ihn hauen. Peachy Boy, genau. Hier kann sie ihn nicht mehr treffen, leider. Komm, dann stellen wir Peach hier hin. Und ballern einfach einmal auf ihn rauf. Den Typen können wir eigentlich auch einschläfern gleich, theoretisch. Und haben wir dafür ein bisschen rauf? Ich denke mal, wir kriegen den jetzt. Also, sollten wir hinbekommen. Da hätten wir quasi noch 4 Runden, um ihn dann danach halt endgültig zu besiegen. Dann kommt Cranky. Ich kann aber noch laufen, ne? Ja. Mach ich natürlich dann auch mal direkt. Man kann einfach wieder dahin springen, wo ich vorher war. Machen wir das. Und dann Donkey Kong, der. Wenn wir einen Crit machen, töten wir ihn. Toll.
Komm, mach Crit. Danke. Sehr schön. Genau, dann macht er sein Superschild. Jetzt müssen wir halt die drei Schalter aktivieren und dann in die Kanone rennen. Mehr müssen wir auch gar nicht machen. Das ist eigentlich ein recht kurzer Kampf, deshalb, ja. Weil für den Endkampf hat. Da hatten wir das Limit 7 Runden, aber irgendwo. Wo wir dann mal 13 Runden gebraucht haben beim ersten Mal. Dann so, wie soll man das schaffen? Und dann so, doch einfach. Frankie schläfert den Typen einfach mal ein, damit der uns auf jeden Fall nicht nervt. Und dann passt das schon irgendwie. Ich habe meine Heilung, werde ich gleich mal raushauen. Jetzt kommen die ganzen Leute raus. Grobehandler wird noch nicht so ein Thema. Die laufen halt einfach irgendwie. Na gut, Peach. Ja, heil mal. Okay, Cranky, der setzt sich auf jeden Fall. Der stellt einfach mal hier, dann können wir nämlich gleich mal werfen mit Donkey Kong. Das ist ein. Wo ist die Kanone? Und die Taktikkamera. Hier muss ich ihn sogar rüberwerfen, weil hier ist noch ein Ding. Hier ist die Kanone dann. Und da ist noch ein Schalter, okay. Wir müssen alle in die Richtung. Okay, okay. Der Cranky stellt es einfach hier schon mal hier rauf. Und dann nehmen wir ihn einfach wieder mit. Ach guck mal, der rastet jetzt nochmal aus. Das ist eigentlich nicht so cool. Ah, okay, jetzt können wir nicht mitnehmen. Oh, was ist das denn? Ja, nimm mal Peach mit. Schmeiß die da rauf. Besser. Weil wenn man Peach auch theoretisch schon direkt hinlaufen kann, ich glaube, das Leute, die dann auch einfach bleiben, im besten Fall. Cranky, der kann einfach nichts machen, das ist ein bisschen doof. Und Donkey Kong, der kann auch nichts mehr machen. Ja, nett. Wenn in dem Fall Donkey Kong läuft jetzt rüber. Vielleicht kann auch Cranky, auch ein bisschen hinlaufen, dann kann Donkey ihn werfen und Peach versucht halt einfach zum Ziel zu kommen. Ich stelle mich mal hier hin. Und ich möchte jetzt kein Ding auf die schleudern. Ja doch, komm, mach mal. Die dürften nicht weit genug kommen, auch wenn sie lassen ihren Hund laufen, da kann ich. Oh, guck mal, der klebt sogar fest, na dann. So, und dann kann ich's machen. Da wird im besten Fall Donkey Kong angegriffen, mal gucken. Und am besten auch geschleudert halt. In die richtige Richtung, die wir haben wollen. Aber mal gucken, was jetzt passiert. Sieht doch schon mal gut aus. Ja. Nett. Ist okay. Und die kleben fest und der ballert jetzt einfach einmal, ist okay. Die Frage, ob wir Cranky nehmen können. Guck mal, wie weit Cranky laufen kann. Aber dann könnten wir Cranky darauf werfen. Aber ich glaube, wir kommen nicht weit genug. Das ist schlecht. Peach. Donkey Kong? Nee. Dann geht Donkey Kong jetzt einfach hier hin. Er kann ihn nicht nehmen, ne? Genau, er kann ihn leider nicht nehmen. Dann ist das so. Aber mit Peach gehen wir trotzdem weiter zum Ziel, dann können wir in der nächsten Runde das eigentlich durchspielen. Ja, nein! Naja, da haltet sich wenigstens ein bisschen, aber komplett unnötig. Ich dachte halt, der macht den Angriff nicht, weil der stirbt halt, aber gut. Ich werde ihn anlocken, nö. Dann töte den halt.
Könnte irgendwie was aktivieren. Wir aktivieren den Blick. Ui. Komm, töte den bitte. Wir sind in Runde 4. Okay, dann. Ne, ich muss hier hin. Halt die Frage, auf wen dann Donkey Kong geht, weil er kann ja auf 2 gehen. Aber mal gucken. Und der hier. Ja, der tötet halt den hier. Mit Glück. Glück war da. So, Musik bitte. Von mir aus. Aber der greift. Von mir aus. Wir haben einmal so ein Stoßding und dann einmal so ein Schleuder, der halt irgendwas genau macht. Einfach nur so schauen. Okay, okay. Mhm. Okay, nee, das ist gut, das ist gut. Ne, ja, mach schwach von mir aus. Mach deine Beschwörung, ist okay. Tangiert mich nur peripher, würde ich sagen. Nur Donkey Kong. Richtig drücken, ganz wichtig. Es springt Donkey auf Donkey. Und das ist ja okay. Donkey auf Donkey. Ja. So. Ah ne, Donkey auf Rabbit. So war das. Rabbit auf Donkey. Das sind dann nur Kong auf Kong, dann besser gesagt. Dann Kong auf Kong. Mhm. So hier. Da ist noch eine Runde trödeln. Da komm, ich töten ihn mit. Einfach um mich zu rächen. Da komm, überspringen. Sehr gut. Wir haben 8 Runden letztes Mal gebraucht. Weil wir getrödelt haben am Ende. Lange zur Kanone brauchten und so. Nur generell, keine Ahnung, wie es abläuft. Dumm. Neuer Versuch? Nee. Hey, lief doch gut. Lief doch gut. War doch, ja. Der andere Endkampf war halt auf jeden Fall halt auch länger. Und du musst auch mehr überlegen, was du Teams und so weiter nimmt. Hier ist halt einfach so eher Klaus und nimmt. So, Prüfungen weitermachen. Wir waren stehen geblieben bei den Prüfungen der dritten Welt. Die waren hier bei den Bananenröhren. Einen hatten wir noch geschafft dann beim letzten Mal. Oder eine? Ja, eine. Oh, hier sind sogar 4 Prüfungen. Oh. Das hatten wir vorher noch nicht. Ja, das hatten wir vorher auf jeden Fall noch nicht, weil die beim Plattform da sind. Okay, da sind hier halt 4 Prüfungen von mir aus. Oh, toll, dauert noch länger. Gar kein Bock. Wobei, da stand doch, dass es nur 12 Prüfungen sind. Hm, egal. Magnetic Roof Technik. Naja, wird schon. Alle Gegner in einem Zug, das sollte doch okay sein, denke ich. Wahrscheinlich, mal gucken, ob die sich als erstes bewegen. Komm, können wir uns was kaufen eigentlich? Also Waffen nicht, aber. Das sind ganz schön viele Gegner. Fertigkeiten. Ein Punkt. Komm, spring mal weit. Spring mal weit. So, kämpfen. Spring mal weg. Okay, die bewegen sich als erstes. Okay, dann geht's da oben. Und die anderen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 Gegner, 11 Gegner. Gegnerischer Zug aktivieren. Hier haben wir 5. Hier haben wir 1. Und hier haben wir 5, okay. Wohin kann Peach laufen? Ja, da kann ich ein Auto rein. Da schicke ich, glaube ich, einfach direkt ein Auto rein. Mhm. Klingt gut. Und dann kann ich die anderen 4 verprügeln. Wobei, das ist das noch so ein Fass? Oder nee, es ist einfach nur ein Block. Nee, das ist einfach nur ein Stein. Okay. Ja, dann geht er einfach mal durch. Quanky nehmen wir dann am besten einfach mit. Die kann ich nicht töten. Was ist das denn für ein Quatsch? Ich glaube, ich spiele da einfach mal einen anderen Gegner aus, dann, damit alle getroffen werden. Ja. Weil ich zumindest. Oh, Peach. Belastend.
Auto macht auf jeden Fall mehr Schaden. Ich muss auf jeden Fall das Auto benutzen, weil es einfach mehr Schaden macht. Punkt. Das Auto auf jeden Fall. Ich muss. Wo komme ich denn, wenn ich da langlaufe eigentlich? Naja, jetzt. Wir können halt auch erst laufen, dann ins Auto schicken, wäre natürlich auch so eine Sache, ne? Ja. Naja, wie rum du es jetzt machst, ist doch eigentlich egal, oder? Naja, wenn ich erst das Auto, also erst laufen, dann ins Auto schicke, dann kann ich das effizienter positionieren. Okay. Denke ich. Und am besten auch, wenn ich hochgehe, müsste ich dann auch so einen Oben-Bonus haben. Der Oben-Bonus. Der Oben-Bonus, kennst du den Oben-Bonus? So. Oh ja, Quenke, Donkey Kong will ich halt, wie es sein muss. Hab ich vorgestern bekommen, den Oben-Bonus. Oben ohne Bonus. So. Weil du mir oben geschickt hast. Also einmal boxen. Boxestoppe. Ja. Eine richtige Raserin, die Frau. Sagen, es leckt so ein bisschen, ich höre du bitte, bitte, bitte. Ja, der Oben-Bonus kriege ich natürlich nicht auf das Auto. Hätte ich eigentlich so denken können. Hm. Ich muss, glaube ich, noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Hm. Fähigkeiten läuft. Verteilen. Mm. Das Autoschaden noch irgendwie erhöhen? Nee, kannst du ein neues Auto kaufen. Ja, ich hab ja schon ein maximales Auto. Schon das beste Auto der Welt. Okay, die Leute ein bisschen anzünden, aber das zünde ich mich auch an. Wenn ich hier anspringe, treffe ich alle, dann treffe ich alle, dann bin ich ein bisschen mehr vom Feuer eventuell geschützt. Ah, warte. Von euch starten, Donkey Kong. Die Donkey Kong Heldensicht. Oder beide Heldensichten aktivieren. Bei Einschlafen, Einschläfern ist dumm. Punkt. Ja. Das zählt nicht als tot. Ja, einige Leute Einschläfern töten, aber das ist eine andere Sache. Können wir uns auch anlocken und dann mit Quenky und ich glaube. So. Und so. Aber halt Einschläfern ist vor allem deswegen dumm, weil, naja, wir haben nur eine Runde. So. Ja. Donkey. Esel. Der Esel Kong. Man kann ihn nur lieben. Komm, ich geh einfach hier mitten rein, dann treffe ich auch alle. Was war hier los gerade? So. Den Typen kann ich nicht töten. Den auch nicht. So kann ich die beiden töten. Dann würde ich das einfach machen. Okay. Ah, komm, Easy. Ich kann Cranky da hinspringen. Reindonnern. Und dann kommt Peach. Hm.
Können wir ein bisschen auf Planky gehen. Und den letzten da, den kann Peach jetzt bestimmt tot rennen. Oh, Gott sei Dank. So. Aber ja, Cranky hat auch noch einen Schuss gehabt. Das heißt, auch in deren Lauf hätte Cranky noch einmal auf ihn ballern können und hätte ihn dann trotzdem noch getötet. Von daher, ja. Super. Good job. Ja. So wie Donkey da gerade guckt, so gucke ich auch gerade. Nur eine Rune und Geld, was wir nicht brauchen. Gut, die Runde war gerade überlastet. Viel Geld hat. Ganz viel Geld, ja, richtig schlimm. Wie in echt. Bis dann und ciao. Oh, tschüss.